Hallo und willkommen zurück zu Valiant Hearts, das man anders ausspricht. Ich weiß, ich bin Wolfhuhn und ich setze mal das Spiel fort. Also meine Frau hat mir sogar erklärt, wie man das Inmitten Spiel ausspricht. endloser Ich kann es einfach Angriffe nicht. und Gegenangriffe fanden Freddy und Emil schließlich eine Spur von Baron von Dorf in Ypern. Mal sogar noch einen kurzen Rückblick vom letzten Video. Gut. Oh, das sieht nicht gut. Oh, Giftgas. Shit. Am 22. April 1915 setzten die Deutschen zum ersten Mal Chlorgas ein. Ja, da komme ich wohl eher nicht durch, hä? Ah, die war das. Schaffst du das, Hund? Oh, armer Hund. Go, go, go! Ja, ich glaube, das sah etwas anders aus. Bücher, da habe ich schon lange nicht mal reingeguckt. Welch ein Tag. Zweimal wurden mir heute das Leben gerettet. Zuerst von einem amerikanischen Soldaten und dann von einem Hund. Aber zumindest bin ich frei. Vor der Bombardierung habe ich Karl gesehen. Ich hoffe, er hat es lebend überstanden. Ich werde versuchen, ihn zu finden. Auf dem Marsch nach Belgien, wo dieses verdammte Regiment stationiert ist, wenigstens bin ich nicht alleine. Ich habe einen komischen alten französischen Bauern kennengelernt, Emil. Sagt nicht viel, aber wenn ich ihn richtig verstanden habe, ist sein Schwiegersohn ein Deutscher. Ist das nicht verrückt? Kein Tag vergeht, an dem ich nicht von dir träume. Okay, hat er auch jemand zu Hause? Ah, den hatte ich noch gar nicht gelesen. Emil, da, direkt vor mir, der Länge nach auf dem Boden. Warum musste sein Regiment auch auf meines treffen? Ich hoffe, er kommt durch. Er ist ein zäher Brocken. Ich muss herausfinden, in welchem Gefangenenlager er gebracht wird. Endlich habe ich Emil gefunden. Wenige Augenblicke, bevor die Granate fielen. Ich hoffe, es ist ihm gelungen, den Anschlägen auszuweichen. Er hat mir einen Brief gezeigt, der mich mit Freude erfüllt hat. Marie geht es gut und Viktor wird immer größer. Etwas anderes zählt nicht. Ich glaube, da habe ich auch noch was übersehen. Ich habe sie um Haaresbreit verfehlt. Das wird nicht noch einmal vorkommen. Der Brief von meinem jüngeren Bruder war rührend. Er hat mich richtig aufgemuntert. Es ist gut, dass er wieder in den Staaten ist und damit ganz weit weg von diesem Albtraum. Der Junge hat ein Talent dafür, sich in Schwierigkeiten zu bringen. Heute sind die Deutschen in Saint-Mihiel eingefallen. Zum Glück haben die Truppen den Hof verschont. Ich habe mit Viktor Schutz im Keller gesucht. Wie soll es jetzt weitergehen? Ziemlich viel zu essen hat sie danach, glaube ich, wirklich nicht. Ach so, Moment, wir alles nochmal mit dem Schaufeln. Schlacht von Ypern. Die Stadt Ypern war für die britische Armee von größter Bedeutung, da die deutschen Truppen versuchten, sie dort vom Zugang zur Nordsee und damit vom Nachschub aus dem Heimatland abzuschneiden. Daher setzten die Briten alles daran, diese Schlüsselposition zu halten. An vorderster Front kämpften dabei kanadische Abteilungen, die in dieser Schlacht zu ihrer
ihre Zuverlässigkeit und ihr Durchhaltevermögen bewiesen. Diesen Mut hatte einen Preis. Am 15. April 1915 hatten sie 6.000 Gefallene zu beklagen. Am 22. April 1915 kam es bei Ypern zum ersten Gasangriff der Geschichte. 5.730 Flaschen mit Chlorgas wurden von den Deutschen geöffnet, als der Wind in Richtung der feindlichen Stellung wehte. Chlorgas verursacht Verbrennung an Augen, Haut und Lunge und dringt sowohl durch die Kleidung als auch das Gummi der Stiefel. Die Folgen waren verheerend. Vor Einführung der Gasmasken bestand der einzige Schutz aus in Urin getränkten Taschentüchern, die man sich vor die Nase hielt. Die Kanadier hatten diese einfache Schutzmaßnahme erfunden. Okay, ja, bevor man stirbt. Bombardements durch Zeppelin. Das Luftschiff wurde 1900 von deutschen Grafen Zeppelin erfunden. Aber erst ab 1908 konnte der Zeppelin auch weitere Strecken überwinden. Zeppeline waren in etwa so schnell wie damalige Flugzeuge und wurden ursprünglich zu Aufklärungszwecken eingesetzt. Ab 1915 flogen sie auch Bombenangriffe gegen Zivilziele, gegen Städte wie Paris und London. Na toll. Und noch ein letztes, wenn wir gerade so schön sind. Hund im Krieg. Die deutsche Armee besaß zu Beginn des Kriegs etwa 6.000 Hunde, die französische hingegen nur um die 30. Diese Tiere wurden für ganz unterschiedliche Aufgaben eingesetzt. Wachdienste, Postverkehr, Munitionsnachschub, Transporte von Kanonen und als Maskottchen. Deutsche Schäferhunde, Dobermänner und deren flandische Treibhunde waren die Rassen, die am häufigsten zum Einsatz kamen. So, dann sind wir jetzt wieder auf dem Laufenden. Okay. Irgendwas? Sagen wir mal noch mit. Kanadische Erkennungsmarken. Zu Beginn des Krieges waren die kanadischen Erkennungsmarken noch große Aluminiumscheiben, eine Notlösung mit einer besonderen Form. Sie wurde bald durch die britischen Marken abgelöst, sodass alle Einheiten unter britischem Kommando über die gleichen Marken verfügten. Weiter. Welche Taste war das? Hey, Alpha ist für den Hund. Ups. Nein. Das ist die verkehrte. Okay, dann muss er wohl nach unten. Wenn es nach oben nicht geht. Ah, nee, der kann aber Hebel bedienen. Dann kann ich nach oben. Nein. Das wird schon. Ich muss noch ein bisschen aktivieren. Hey, Walt. Gut, dann schauen wir mal, was es da unten gibt. Okay. Ja, und ich glaube, auch das sah nicht so aus. Erstmal ein bisschen probieren. Hey, was passiert, wenn man das hier benutzt?
Ich glaube, so langsam habe ich eine Idee. Ich sehe ja was von zwei Kisten. Wenn ich die nach oben fahre, dann ist das Rohr vielleicht wieder in der richtigen Position. Dann steht derzeit mal wieder umlegen. Gehen wir auf die andere Seite. In der Richtung kommen, müsste ich eigentlich das Rohr noch weiter verbiegen. Ah ne, ich kann das Rohr verbiegen. Das habe ich vergessen. Ich hoffe, dass ich das Rohr verbiegen kann. So, professionell repariert. Was ist das hier zum... zur Explosion bringen? Ich weiß aber nicht, ob ich das für so eine gute Idee habe. Ganz toll, ist er ganz, ganz schnell weg. Geht's hier da unten? Da ist doch so eine Maske. Uringetränkter Stoff. Bis zur Einführung der Gasmaske war der einzige Schutz vor Gasangriffen das Abdecken der Nase mit einem uringetränkten Taschentuch. Der Urin reagierte mit dem Chlor und bildete im Taschentuch weniger giftige Stoffe, was die Wirkung minderte. Das war zwar keine sehr hygienische Lösung, doch immer noch besser als eine Lunge voller Chlorwasserstoffsäure. Aber das steht auch nur weniger giftig. Also wirklich gesundheitsförderlich war das wohl auch nicht. Naja, aber man ist nicht auf der Stelle umgekippt. Emil, let's go. Ja, komm. Oh, Zeppelin-Bomber. Wo landet die? Wo landen die? Oh, das war ein Blindgänger. Ja, der nimmt einen anderen. Was? Hey, was? 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 Nimm mal her. Das hätte ich jetzt fast übersehen ohne den Hund. Gaskanister Ausbringungsstrategie. Die Strategie zur Gaskanister Ausbringung war einfach, aber sie war vom Wetter und besonders vom Wind abhängig. Das Gas erforderte einen stetigen Fallwind in Richtung der feindlichen Linien, damit es nicht zum Ausbringer zurückkehrte. Alle Kriegspläne waren daher vom Wetterbericht abhängig. Ja, irgendwas haben wir gesehen. Ich darf nicht an dem Seil ziehen. Hund, kannst du dich da dran festhalten? wohl eher nicht. So. Ha.
Gast. Ja, das ist der Graf. Mach das nur. Also, dann mach ich das gleich. Gut. Ja, ich lasse da oben gerade meinen Kameraden hängen. Der muss irgendwie runterkommen. So, was haben wir hier? Belgische Chaco. Der Chaco der belgischen Armee bestand aus einem spitzen Hut mit einer Kranz und einem Blendschutz. Der Chaco ersetzte die Isar-Kappe, eine weiche Mütze, deren Seiten man über die Ohren herunterklappen konnte. Die Kappe wurde Isar genannt, weil die belgischen Soldaten sich hinter dem Fluss Isar sammelten, um das Vorrücken der Deutschen zu stoppen. So, Hund, du darfst mal in den Korb springen. Hol die Knochen. Help me, Emil! Hey, got you. Emil, help me! What? Ah, kommt das sogar hin? Ja, ich bin ja schon unterwegs. Hey, wie ist? Ja, ja. Streich mal nur den Hund, während dein Kumpel da oben direkt. Hallo. Thank you, my friend. Kann ich irgendwie zwischen euch wechseln? Don't worry, friend. Macht er automatisch. Taschenuhr. Die Zeit war für das Leben der Soldaten eine wichtige Größe und militärische Angriffsstrategien waren auf exakte zeitliche Abläufe abgestimmt. Taschenuhren waren zu dieser Zeit das einzige Mittel, die exakte Zeit zu bestimmen. Nach Uhrenvergleich. Hui. Oh. Ach so. Ich sag gar nicht, wie war das nochmal? Ja, ich habe die Steuerung irgendwie noch nicht ganz draußen. Ich habe einfach vergessen, welche Taste das ist. Ja, wahrscheinlich ist es Ding. Come here. Sie hieß Anna, eine belgische Studentin aus Paris. Sie war auf der Suche nach ihrem verschollenen Vater. Diesmal schien ihnen das Schicksal wohlgesonnen zu sein, denn ihr Weg führte in dieselbe Richtung. Doch als sie sich Vimy näherten, wurden sie von einer deutschen Fliegerstaffel entdeckt. Gut, ich würde sagen, der Fliegerstaffel weiche ich im nächsten Video aus. Ich hoffe, das Video hat euch mal wieder gefallen.
Lasst gerne einen Kommentar oder einen Daumen da, wenn es so war. Ihr könnt mich auch abonnieren, wenn ihr wollt. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß, euer Wolfhund.